Ja, nachdem ja immer so Dinge passieren in der Welt, gell? So Menschen, die ja sich selbst oder andere unterdrücken und so und erschießen und alles. Ja, mit dir halt was Wichtiges zu sagen. Und zwar, wie man halt mit so einer Situation umgeht, weil wir sind ja alle miteinander verbunden, deswegen geht uns das halt alle bis zu einem gewissen Grad halt irgendwas an. Also nicht, dass man sich jetzt einsteigert oder so, ganz im Gegenteil, sondern wenn man das jetzt quasi erfährt einfach, wie man damit halt umgehen kann. Natürlich kann man halt so tun, wie wenn einem das halt alles wurscht wäre und die blöden Menschen und so, die sind mir alle scheißegal und so. Und natürlich ist das ja alles nur ein riesiges Puppentheater da auf dem Planeten, aber nachdem in uns allen halt irgendwie doch noch so der göttliche Kern mitschwimmt, gell, ja, ist halt Mitgefühl trotzdem halt in einer gewissen Weise halt angebracht. Und da finde ich es halt ganz wichtig, dass man halt für alle dasselbe Mitgefühl empfindet. Das heißt, dass man nicht nur für die Opfer Mitgefühl empfindet, aber auch nicht nur für den Täter und auch nicht nur für die Angehörigen, sondern für alle halt gleichermaßen, dass man halt sich in alle halt reinversetzt, gell? Und für die, die was jetzt schwer tun, dass sie mit einem Täter Mitgefühl empfinden, dann möchte ich die halt dazu sagen, dass die Täter halt selber oft Opfer waren, gell, in ihrer Kindheit oder was auch immer. Beziehungsweise, du musst dir mal vorstellen, was für arge Schmerzen du haben musst, dass du diesen Schritt gehst, dass du sagst, dass du einem anderen Menschen halt was antust oder dass du den umbringst und so. Also, das sind Schmerzen. Das können sich einfach die meisten Menschen halt einfach nicht vorstellen, weil sie so einen Schmerz vielleicht noch nie erfahren haben oder die eigenen Schmerzen an sich halt nicht wahrnehmen wollen und ignorieren. Und ja, also, das ist halt quasi eure Entscheidung, inwieweit ihr euch da hineinversetzen wollt. Und natürlich ist das halt schmerzhaft, wenn man selber noch nicht die eigenen Wunden angeschaut hat, gell? Aber wenn man halt den Schritt wagt und sich die eigenen Wunden anschaut, dann kann man halt wirklich für jeden Menschen Mitgefühl entwickeln. Und für mich hat er so ein Opfer, so ein Tötungsopfer, genauso viel Mitgefühl wie ein Täter, weil die im Prinzip dasselbe Leid gehabt haben. Dadurch sind sie ja miteinander in Resonanz gegangen und haben dann diesen Akt vollzogen, kann man sagen, gell? Und das ist im Leben halt immer so, gell? Wenn man jetzt sich unterdrückt fühlt von Menschen oder man das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt, dann muss man sich halt fragen, ja, wo behandle ich mich selber nur ungerecht oder welche Schmerzen nehme ich an mir nicht wahr, dass jemand anderer mich überhaupt unterdrücken kann, weil alles, ich meine, solche Situationen entstehen halt immer nur aus einer Disbalance und aus einem Unselbstbewusstsein. Das heißt, dass man sich selber halt einfach nicht bewusst ist, seinen Bedürfnissen oder das, was man halt will oder nicht will im Leben und vor anderen Menschen und so weiter. Und ja, ist halt das Leben, gell? Immer so ein Auf und Ab und so. Ja.